gehen. Elksheim reagiert auf Leon Machers Disreaktion. Da sind wir wieder beim Feinsten. Reaktion auf Reaktion. Was mache ich? Ich reagiere auf die Elbkeim-Reaktion, wie Elbkeim reagiert, wie Leon Mascher auf seine Distracks reagiert. Und ich fordere die UUs auf dieses Video zu reagieren. Und immer so weiter. Okay? Gut, ihr versteht es, wie ich es meine. Also sollten wir besser mal anfangen, denn die Kamera zeigt mir schon an, dass der Speicherplatz sehr gering ist. So, mal schauen, was mich jetzt hier erwartet. Na, Crunchop, die beste Entscheidung meines Lebens. Hallo, liebe Freunde, willkommen auf Elbkeim TV, den immer noch besten Kanal auf YouTube. Ich glaube nicht. Eben gerade haben wir ein Video gedreht und währenddessen hat André so ein anderes Video gemacht. So, als wir kurz. Ihr müsst aber auch so übertrieben reacten. Also über. Reagiert auf Distracks. Leon Mascher. Leon Macheri, der mag Scheren. Der reagiert auf Distracks. Oh, der mag Scheren. Also hat so ein bisschen geskippt. Ich und wusste wir sind gar nicht, da dass wir drin. Da drin sind. Und dann habe ich direkt gesagt: Nee, nee, mach Stopp, lass mal darauf reacten. Ihr seht das schon am Titel. Und wir sehen jetzt die Live-Reaktion. Wir reagieren auf Leon Mascher, reagiert auf Distracks. Wir packen einfach noch eine Schippe drauf. Ja, wir. Ich reagiere auf. Ja, schauen wir mal erstmal über die. Elbkeim reagiert die auf. Leon Mascher reagiert auf Distracks. Ich pack nochmal eine Schippe drauf. 13.000 Daumen runter, ist schon gut. Wie er sich seine eigene Zerstörung nicht geben kann. Okay, der ist eigene Zerstörung. Nicht so die auf seiner Seite, die Leute. Wir wollen jetzt Jengis hat eine interessante Art, sich an der Nase zu jucken. Finde ich cool. Da, Mimi Distrack. Oh doch, das will ich sehen, wie er darauf reagiert. Was? Dieser Mimi hat einen Distrack gegen den Ab hier? Dieser Mimi! Okay. Als kleinen Warm-up. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, let's go. Also ich freue mich schon so ein bisschen, ne? Das war immer noch kein Statement, sondern zwei Minuten Schämen. Verschwendung meines Lebens, ich versenke jetzt mein Penis. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verdammter Masterplan. Ich will mir das geben, aber der. Digga, der Song ist so. Ey, die Stimme ist so scheiße, ich kann mir den Song nicht geben, Mann. 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das kann ich nicht geben. Nein. Nein. Vielleicht ich war in Weimar. Bei deinem Auftritt, geben, Leon. Das konnte man sich nicht geben. Ach scheiße, ich muss ja darauf reagieren. Jetzt kommt der nächste. Oh, warte, warte. Warte. Man hat warte. Warte. Das müsst ihr auch machen, irgendwann ist das Video dann ganz lange. Warum ist hier das Bild nicht? Ich würde jetzt nämlich interessieren, ob er tatsächlich darauf reagiert hat. Da war ein Soundfehler. Zu unserer Stelle oder ja, zu unserer. Ja, warte, das war jetzt der Jump Cut. Okay. Zu unserer Stelle. Wunderschönen blauen Augen. Ich habe 5 Sekunden davon gesehen. Jetzt kommt der nächste. Elbcrime. Der nächste. Elbcrime. Mal schauen, was da kommt. Ich bin mal gespannt. Die Apes, wir waren damals mal dicke. Die sieht bestimmt jetzt das Video. Und na, Jenkins ist ja immer noch dicke. Genau, du weißt Bescheid. Ich drück mal jetzt Play. Leon mag Schere. Du weißt Bescheid. Wer ist dieser Leon mag Scheres? Leon mag Scheres? Der Blick ist schon mal sehr ernst von. Der ist ernst. Der Blick ist schon mal sehr ernst. Scheiße, ich muss darauf reagieren. Fuck, ich guck die ganze Zeit da unten hin, weil das Video habe ich auch nur halb gesehen. Jetzt guck ich das. Bei diesen anderen Sachen, wow. Das alles nicht juckt. Der Blick ist schon mal ernst. Hat er schon mal gut gemacht. Ja, ist voll. Keine Ahnung, wenn ich mich halt hinsetze. Ich kann auch einen ernsten Blick. Was hier losgeht, hast du schon mal gut gemacht. Das ist schon mal für jeden Daumen. Hast du gut gemacht. Finde ich gut. Okay. Ich überlege gerade, wo ich mich hier hinpacke. Du denkst, wer du bist, Junge. Ich fick dich, du kleiner Faker. Leon Marchiere, setze neue Maßstäbe. Das ist das Ende deiner Karriere, Junge. Rappe gerade deine Grabrede. Wenn ich dich dann irgendwann im Park sehe, tut mir wirklich leid, wenn ich dir dann nochmal zu nahe trete. Oh Gott, Digga, das Ding ist, ich hab mir das echt gerade zum ersten Mal reingezogen, Freunde. Ich hab mir das echt gerade zum ersten Mal. Ich hab's auf der Start. Ich hab's mir zum ersten Mal reingezogen. Ich hab's nicht gefunden, da war ich zu faul. Und jetzt hab ich's mir zum ersten Mal reingezogen. Das war, glaube ich, André. Ich war zu faul, auf das Video zu. Scheiße, ich muss darauf reagieren. Also, war lustig. Kann man machen. Ja, viele fragen sich, warum ich Elbkeim disse. Ganz einfach, damals waren wir mal echt cool. Ich war mit den Jungs cool. Ja, du warst mal cool. Nee. Mit Simon waren wir viel unterwegs.
Wir haben uns öfters getroffen und dann waren wir halt irgendwann auf der Gangtour und die Jungs haben meine Nummer, wir haben Kontakt gehabt, anstatt dass sie mich kontaktieren und auf mich zukommen und man redet halt, ne? Ist es aber nicht dazu gekommen und die haben halt hinter meinem Rücken eine Aktion durchgezogen, dass was gar nicht geht. Und da, deswegen bin ich echt enttäuscht. Ging gewesen. Gar nicht. Und deswegen habe ich halt diesen District rausgehauen, weil die Jungs... Was ist da umgefallen? Irgendwas ist da umgefallen. Jetzt müssen wir auch was runterwerfen, weil es sonst nicht lustig ist. Naja, nächstes Video. Warum lacht der jetzt so? Der mit der Glatze, als ob der so nicht weiß, wie ich heiße. Was meint der denn? Nee, die Sache... Er sagt da ja, yo, ihr seid schuld daran. Oh, als ob das so wäre. Ja, das habe ich gar nicht gecheckt alles. Alter, hat er mal seine Hand unter Kontrolle. Warum denn? Geht ich waschen? Ja, warum denn? Ach so, das... Jetzt diss ich die ja, schon. Bald reagieren die auf uns. Die hat mich einfach nur gefragt, yo, kann ich einfach vorbeikommen? Weil... Also yo, kann ich einfach vorbeikommen? Ich hab einfach gefragt, yo, kann ich vorbeikommen, bla bla bla. Weil ich guck die ganze Zeit auf das Bild, ich müsste ja eigentlich da reingucken. Direkt ins Objektiv. Ramona hat gefragt, yo, willst du vorbeikommen? Kann Mimi vorbeikommen? So, als Gast einfach. Ja, als Gast, okay, genau. Ja, hatten wir ja voll viel Revi und so. Waren ja, ja. Der wollte ja eigentlich ganz mit, ist ja auch scheißegal. Und dann war der halt da. Ja, und dann ist das halt so passiert. Was? Hä, wo was bin hast ich? Du jetzt gemacht? Ja, was hab ich jetzt gemacht? Leon! Erzähl uns das doch mal bitte. Ja. Wir können dir nicht folgen ganz. Was hat Cengiz verbrochen? Wir hatten so das Gefühl. Ape Crime, erzählt uns das dann bitte. Rap. André, wir haben dich schon auf unserem Kanal. So ganz kurz. Ganz dunkel. Ich dachte, der hat uns gedisst. Aber wenn du das nächste Mal in irgendeinem Club bist, kannst du gerne mal den Malte mal berichten, was ist eigentlich da geschehen. Es hätte eine schöne Partnerschaft werden können. Ja, wir waren dicke. Wir waren richtig dicke. Die ganze Geschichte. Was hat Cengiz gemacht? Okay. Da kannst du auch einen krassen Titel zu nehmen. Wenn Wahrheit. Wenn ich Cengiz etwas verbrochen habe, was irgendwen verletzt hat oder so, es tut mir leid, da entschuldige ich mich jetzt schon mal. Aber entschuldige mich jetzt schon mal. Dessen nicht bewusst. Deck es auf. Bitte mach mal ein eigenes bitte Video darüber. Deck es ja, auf und ich deck dich sagen. Zu. Wir gucken, was heute noch so passiert. Ja. Boah, viel zu viel Werbung. Boah, warum halt? Ja, das hat mir gefallen. So, Leute. Also, liebe U's, ich lade das jetzt auf dem U-Kanal hoch. Ganz einfach. Ihr macht das weiter. Ihr sollt auf dieses Reaktionsvideo, auf ein Reaktionsvideo, auf ein Reaktionsvideo von Distracks reagiert bitte darauf und macht es weiter. Der Sinn ist, dass man wenigstens schon sich darüber packt mit seiner Facecam, ist jetzt bei mir auch nur ein Ausnahmezustand, dass ich meine parat habe. Also sozusagen, dass dann irgendwann alles so drüber gepackt ist und wir haben dann ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo auf ein Reaktionsvideo und das wäre halt übelst krass. Und ich merke halt schon, dass diese Kamera steht halt übelst doof auf meinem PC rum. Ich kann da mal ein Foto von machen. Also für die Auflösung geht es schon mal. Also ich muss schon sagen, Ich glaube, ich mache jetzt noch ein Instagram-Bild, weil es lustig ist. So. Also mache ich jetzt ein Bild. Foto. Versuche ich das so da drauf zu aimen. Wie macht man das am besten? Kamera. Ja. Nee, eigentlich nicht so. Okay, gut. Aus Ende, das lassen wir. Tschüss.